Splatoon ist schon eine geile neue IP. Und genau deshalb spielen wir jetzt weiter mit einer neuen Waffe. Und diese ist heute folgende. Punkt 52, Gallon Deko. Starke Feuerkraft, mittelmäßige Reichweite und die Feuerrate sackt ein bisschen. Okay, aber dafür haben wir Spürbomben und das Tinferno. Richtig nice. Ja, also man kann da richtig reinhauen, aber man muss auf die Nachteile achten. Hoffentlich kriege ich das hin. Boah, wisst ihr, was bei Splatoon richtig, richtig scheiße ist? Wenn ihr in der Lobby seid und auf einen einzigen Spieler eine halbe Ewigkeit warten müsst. Weil einfach keiner auftaucht. Oder weil das System keinen zuweist. Boah, da platze ich jedes Mal innerlich. Und vor allem jetzt, wo jede Sekunde wichtig ist, weil mein PC ja so ein Schrott ist, kommt es halt nun mal auf jede Sekunde an. Ne? Oh, Gegner! Eieiei. Ich habe null mit einem Gegner gerechnet. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Freund gewesen. Glücklicherweise hat er geschossen, weil dann habe ich die lila Farbe gesehen. Und schnell geschaltet. So, Tinferno. Schön rein in die Basis der Gegner. So muss das sein. Aha. Oh, oh, vorsichtig. Der wurde weggesnipert von meinem Kumpel. Und da hinten ist wohl jemand. Wir können ja unsere Mäuse entsenden. Die regeln das schon. Wo kommt denn die Farbe her? Ich treffe den nicht, aber er mich. Das ist ein Problem. Total unfair. Ja. Das ist ein Duell. Obwohl wir uns beide nicht mal sehen. Und ich lasse mich nicht mehr drauf ein. Ist mir zu gefährlich. Ich sammle lieber woanders Punkte. Ich rieche einen Gegner. Der hat sich nicht geduscht. Bin ich hier sicher? Ich hoff's. Hat er mich gesehen? Nein. What? Nee, also das ist jetzt schon sehr, sehr krass. Peinlich, bitter und schlecht. Weil er hat mich nicht gesehen, ne? Aber meine Reichweite hat mich ausgereicht, um ihn zu töten. Und dann... Den Rest habt ihr ja gesehen. Es war... Einzigartig. Aber der war auch sehr, sehr stark im Angriff, ne? Der hat gerade mal zwei Treffer gebraucht, um mich zu killen. Gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich geschlafen habe. Aber es waren gefühlt zwei Treffer und schon war ich tot. Ah, das war der sogar! Rache! Rache ist süß! Zuckersüß. Und nächstes Inferno. So, wieder in die Nähe der Basis. Da war ein bisschen was grün, deswegen habe ich es jetzt nicht direkt in die Basis reingetan. Es geht ja jetzt auch nicht um die Kills, sondern ums Einfärben. Ich möchte noch ein paar Punkte sammeln und diesbezüglich schaut es eigentlich ganz gut aus. Ich habe fast 900. Das ist schon ziemlich geil. Ja, doch. Also, wir spielen den ganz normalen Revierkampf. Da geht es ums Einfärben. Good job! Und das Team war auch nice. Somit haben wir gewonnen. 1200 Punkte. Ich bin Platz 1 mit 2:1 KD. Ja gut, die Runde hat jetzt noch nicht so viel über die Waffe ausgesagt. Deswegen machen wir doch einfach mal weiter und sprechen später darüber. Ich kann nur sagen, dass man schon merkt, dass die Feuerrate nicht so hoch ist. Also am besten verhält man sich natürlich mit dem Set, in dem man sehr, sehr viel mit den Mäusen arbeitet. Am besten die schon mal vorschicken, wenn man einen Gegner entdeckt. Und dann taktisch nachziehen. Ah, siehst du? Da macht es jemand genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Der ist da hinten.
Der lebt auch noch, oder? Hä? Ich habe nicht gesehen, dass hier jemand gestorben ist. Ach, da! Jetzt habe ich dich aber. Gabriel. Wo kam das her? Wo kam das her? Keine Ahnung. Ich schieße mal ein Tinferno ab. Spiele ich hier gegen Geistergegner oder wie? Die sind nämlich alle paar Sekunden weg. Einfach weg. Jeff. Mein Name ist Jeff. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Aber der Typ ist so cool, ne? Der war auch, beim Webvideopreis, genau. Da, wo ich gestreikt hatte. Nee, Spaß. Ich hatte nur keine Zeit, weil ich ja zur E3 reisen musste. Aber ich glaube, nächstes Jahr gehe ich auch auf den Webvideopreis. Ist jetzt keine Veranstaltung, die ich abfeiere. Ich meine, wer tut das schon? Aber, ja, kann man sich ja mal geben. Wenn man schon in der Branche aktiv ist, versteht ihr? Außerdem trifft man neue Leute. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, ich sollte hier verschwinden. Und zwar schnell. Aber es läuft wieder sehr gut. Mich kriegst du nicht. Siehst du? Oh, oh nein! Verdammt! Dieser Gabriel hat aber auch wirklich alles auf eine Karte gesetzt, ne? Ja, ist keine so blöde Idee, weil die Mäuse sind halt schon sehr, sehr stark. Da reicht's, wenn du einfach in den Gegner reinbretterst und die Maus abfeuerst. Dein Leben kann dir scheißegal sein. Die Maus tötet danach den Gegner. Aber es ist halt nicht mein Kampfstil, deswegen mache ich es nicht. Aber da hinten, da hinten, da hinten, da sind Gegner. Mein Mäuschen, töte sie. Komm, du regelst. Tust du nicht? Warum nicht? Scheiße. Wow. Jetzt gibt's aber Ärger. Oh fuck, ich muss weg hier. Oh mein Gott, hier sind zwei Gegner. Bullshit. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ist es... ja, hallo? Es ist plötzlich alles rot. Schaut so aus, als hätten wir doch noch verloren. Ja, haben wir. Ich sehe es auf dem Gamepad. Verdammte Axt. Wie ist denn das geschehen? Ein paar Sekunden vorher waren wir noch voll am Regieren. Oh man. Ja, aber am meisten regt mich dieser Typ mit dem Klecksroller auf. Der wieder ganz so pussyhaft, camper-like, aus der Soße gesprungen kommt und mich ownt. Ja, wir waren nicht schlecht, bis auf dieser Damien. Level 20 und 300 Punkte. Achso, das war ein Sniper. Ja, okay, dann ist es okay. Naja. Man muss verlieren können, ne? Ich weiß nicht, aber das Balancing der Waffe ist vielleicht nicht ganz optimal. Also nur von der Waffe her, nicht das Set. Ich weiß nicht. Vielleicht hätten sie die Feuerkraft noch ein bisschen hochschrauben können, oder? Oder, naja, vor allem die Reichweite. Doch, die Reichweite hätten sie noch ein bisschen besser machen können. Naja. Kann man ja mit den Mäusen kompensieren. Jetzt nochmal einen schönen Sieg, das wäre toll. Am besten noch mit vielen, vielen Punkten. Und dem einen oder anderen Kill. So, erstmal wieder schön Tinferno reinballern in die Base. Yay, läuft. Und den Gabriel erwischt. Yay. Das freut mich sehr. Das freut mich. Da kommt gleich einer. So, erstmal dich töten. Den Japaner. Maus! Nein! Jesus Christ, war das knapp! Meine Fußsohlen sind schon weggeätzt worden. Oh Gott! Ein Tintentitan! Der kam auch aus dem Nichts, oder? Was ist denn los hier? Geht ja voll ab. Nächstes Inferno. Bam, bam. Ist da niemand? Umso besser. Dann kann ich weiter einfärben, ohne Angst haben zu müssen. Und hier gibt es sehr, sehr viel Gelb. Schließlich ist das hier die Hauptbasis. Aber wenn keiner da ist, dann kann ich ja in Seelenruhe alles rosa machen. Oh mein Gott! Nein! Du Bastard!
Ich habe ihn zwar getötet, aber das regt mich trotzdem jetzt gerade auf. Shit. Shit, 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 shit. Die haben da so einen im Team, der hat da echt Spaß dran, ne? Sich einfach irgendwo hinzustellen und zu warten. Mann. Wegen dem Tinferno ist es halt bitter. Aber gut. Es ist sehr ausgeglichen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich baller es in die Mitte rein. Ich weiß, war jetzt nicht so klug eigentlich, aber mir ist echt nichts eingefallen. Ich habe auch keine Gegner gesehen, habe extra geachtet. Ja, ich sehe dich da hinten schon, Junge. Das klappt nicht. Hörst du nicht? Ich sehe dich. Du scheinst nicht zu kapieren. Ich komme nicht runter. Jesus. Ich komme nicht runter! Wie der da ernsthaft die ganze Zeit jetzt wartet. Komm, wir töten ihn. Der Sniper kann uns hoffentlich nicht treffen. Ach, leck mich am Arsch. Der versucht nur die Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber wir führen. Yay. Wuhu. Wie der ernsthaft die ganze Zeit da hinten bei der Blume war. Ja gut, vielleicht ist er weggegangen und ich hab's nicht gesehen, aber auf jeden Fall am Anfang hat er's genauso probiert. Hingestellt und gewartet. So ein Depp. Wieder erster Platz. 1300 Punkte. Also, punkten kannst du mit dem Teil richtig nice. Ich weiß aber nicht warum. Weil die Feuerrate ist ja ziemlich niedrig. Hm. Hm. Komisch. Ab in den Rangkampf. Ah, ich musste wieder ewig auf einen Mitkämpfer warten, aber immerhin konnte ich mich in meinen schönen neuen Sessel pflanzen. Ja, mein Alter wurde ausgetauscht, denn der war wirklich schon versifft und kaputt. Also, wer mir auf Instagram folgt oder Twitter, der hat's mitbekommen. Na, wobei, ich habe es sogar überall verlinkt, stimmt. Dann sagen wir es anders. Wer mir auf den sozialen Netzwerken folgt, der hat es mitbekommen. Ich habe jetzt einen richtig, richtig coolen neuen Stuhl, der perfekt für Gamer ist. Yeah! Boah, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe gesehen, dass da einer mit einem Roller entlang lief. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist, aber ich traue mich da nicht lang. Ich müsste auf meinen Tinferno achten. Mäuschen, schnapp dir den! Töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Schade. Hat nicht geklappt. Trotzdem nice. Und wisst ihr was? Ich bin ein Vollidiot. Wisst ihr wieso? Mir ist entfallen, dass es hier ein Rangkampf ist. Ich bin die ganze Zeit am Einfärben gewesen. Mann, bin ich blöd. Ein richtiger Volldepp. Nein. Nicht schon wieder. Und dann waren es auch noch zwei. Also, das ist ja das Dreisteste, was es überhaupt gibt. Ja, mein Team ist hinten und es ist meine Schuld. Ich muss es wieder gut machen, dass ich die ganze Zeit gefehlt habe. Was hat denn der für eine Reichweite, bitteschön? Der kann ja über 23 Kilometer noch den Gegner treffen. Wenigstens ist mein Team fähiger als ich. Denn aktuell holen wir auf. So, dann arbeite ich jetzt mal daran, das Tinferno aufzuladen. Mein Team führt! Juhu! Das ist die beste Nachricht heute. Yes, endlich mal wieder einen Flexroller getötet. Das ist ein so schönes Gefühl. Yay! Yay, 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 yay. So, in die Verteidigung. Und jetzt? Angriff! Voll in die Soße rein. Oh nein. Der Gegner hat ebenso ein Tinferno abgefeuert, aber es hat nicht viel gebracht. Meins jedoch auch nicht. Ich habe es voll da reingejagt, wo die Gegner gerade aktiv waren. Aber es sieht so aus, als hätten sie es gerochen. Schade. Da oben war doch noch einer, ne? Da sind sie. Ja, das ist der mit dieser Mega-Reichweite. Gegen den habe ich keine Chance.
Ja, sieht man auch. Der hat diese ellenlange Waffe. Oh, das ist ein schlechter Rangkampf von mir. Das ist ein sehr schlechter. Aber im letzten Part war es dafür umso besser. Von daher kann ich mir das, glaube ich, mal erlauben. Und du kriegst jetzt Probleme mit meiner Maus. Ist er ernsthaft über sie drüber gesprungen? Sowas geht? Ich hatte aber auch Pech heute. Naja, gut. Dann habe ich jetzt vielleicht mal nicht entscheidend zum Sieg beigetragen, aber immerhin war ich die Fliege im Auto. Was soll's? Aber ich bin nicht Letzter. Ich bin nicht Letzter. Mhm. Ich möchte, dass dies im Vordergrund steht. Joa, dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.